Ja, hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, beim letzten Mal haben wir den Verfolger besiegt. Und wir leveln jetzt wieder etwas auf, dank den Seelen des Verfolgers. Aufsteigen. Und ja, wir werden wieder etwas in... Warte mal kurz, so. Zauberei-Slots, wie... Okay, so, Anpassung. Mal schauen, Anpassung. Erhöht verschiedene Attribute zum Leben überlegen. Okay. Drang von Waffen, Geschick, Stärke. Wollte mich eigentlich verarschen. So, erhöht die Zaubergeschwindigkeit. So, Belastbarkeit, Kondition. Ich weiß nicht, wo ich... Egal, so. 20 auf Intelligenz. So, und wir haben hier noch ein paar Seelen. Zumindest die Seelen eines verlorenen Untoten. So. Sind zwar nur 50, nee, 200. Ja, 400. Und 1200. Ne, 2400. Okay. So. Ich frage mich ernsthaft, wo ich... So. Belastbarkeit, bestimmt maximale Belastung. Wille, Wirken von Wundern, Blitzabwehr, Stärke von Wundern, Wirken von Zaubern. Anpassung, so Attribut, Tragen von Waffen, Geschick erfordern, möglich, erhöht die Angriffsstärke, so. Schwärmwaffen erhöht die Angriffsstärke. Ich frag mich gerade ernsthaft? Wie ich einen Zauberei-Slot bekomme. Ich weiß, dass man im ersten Teil Intelligenz upgraden musste. Aber wie ist das im zweiten Teil? Das verstehe ich nämlich nicht so ganz. So, hier sind wieder die Wauzis. So, Wauzi Nummer 1 und Wauzi Nummer 2. So, warum nimmt der eigentlich keinen Fallschaden? Kann mir das mal wer bitte erklären? Okay. So, wieder 648 sehen wir mal. Okay. Alles klar. Versucht Schatz. Nein, kein Schatz hier. Vielleicht hier drin? Hier die Stelle kennen wir schon. Hier waren die. Haben wir noch einen Köderschädel einstecken? Ja, einen. Okay. So, wo haben wir ihn denn da? So. So, wo bist du, zweites? Da. Da bist du doch. So. Warum seid ihr nicht aus eurem Versteck gekommen? Das verstehe ich nicht. So. Wie ist der gestorben? Okay, öffnen. Uralten Schlüssel benutzt. Okay. Okay.
sehr schön. So. Hier ist noch irgendwo ein Wauzi. So. So, wie ist der gestorben? Na? Tod durch Wegdrehen. Auch episch. Okay. So. Nachricht lesen. Wagt es ja nicht. Was ist denn da unten? Okay. Wandererkapuze, Mantel, Manschetten und Stiefel. Ah ja, die Wandererklamotten. Sehr schön. So. So. Hallo? Geht doch. So. Eins, zwei, drei, vier. Und vergiftet. Sehr schön. Okay, ich habe kein... Warum habe ich keine... Wo ist denn das? Genau, hier. So. So. Drei, vier. Fünf. 6, 7, so. Ich frag mich gerade ernsthaft? Sind die da oben? Okay. So. Versucht Feuer. Okay. Vorsicht vor links. Was ist denn da? Ah ja. Ein Pharos Wahrheitsverkünder, ernsthaft. So. Gegenstand aufnehmen, Lebensstein, sehr schön. Zauberei, yay. So, was ist das für eine Urne? Da ist auch nichts, okay. So. Ich gehe lieber erstmal hier das Gebäude entlang. So. Thank you.
große Seele eines namenlosen Soldaten und eine grüne Blüte. Sehr schön. Ich weiß nicht, für was die grünen Blüten da sind. Und ich bin zu faul, das zu lesen. So. Tür voraus. Ja, das hier ist eine Tür. Ich höre hier doch irgendwo noch so ein verdammtes Gerippe. So. Auf eigene Gefahr hin. So, was passiert hier? Knochenstab. Yay, wir haben einen. So. Gut. Wie ist der verstorben? Und die Statuen hier gefallen mir nicht. Die gefallen mir ganz und gar nicht. So, wie ist der gestorben? Ist hier irgendwo eine versteckte Wand? So. Jetzt auch nichts. Okay, hier kriegt man den Parier durch. Sehr schön. So. Und die Zwillingsklinge. Och, Schnieke. So. Soll ich ihn benutzen? Ja, ich benutze ihn. So. Zwei Türen. Okay. So. Lügner. Zauberei. Ich traue dem Frieden hier nicht. Ein Seelengefäß. Sehr schön. Leben voraus, okay. Wer soll das denn sein? Hallo? So, wie ist der gestorben? In den Abgrund gesprungen. Okay, so, da haben wir einen Durchgang geschaffen. Hier ist auch ein Durchgang, okay. So, ich würde mal sagen, weiter geht es im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen. Und, nee, ein paar Minuten haben wir noch, wie mir scheint. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Hier ist nichts. Okay. Irgendwas muss doch noch auf uns zukommen. Gut, hier ist eine Wand und da ist ein Hof. Ah ja, hier ist eine Wand und da ist ein Loch. So. So. Ach so, hier sind wir. Okay. Jetzt verstehe ich.
Da ist die Brücke, von der wir vorher kamen. Alles klar. So, wie ist der nochmal gestorben? Okay, tot durch Armbrustspann. So. Was sich hinter diesem Aufzug befindet, das erfahren wir im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.